Seid uns willkommen. Wir haben hier immer noch das üble Böse, was wir suchen müssen, hier in Path of Exile. Outlaw bei mir und Akira ich. Genau, das Badass Evil. Ja, nicht wundern, Karte sieht ein bisschen anders aus. Wir haben gerade ein kleines Problem hier gehabt. Mussten nochmal neu hier rein. Von daher. Ja, wir haben mal so eine 3-Stunden-Pause gemacht, dachten, wir müssen mal unsere Finger ein bisschen blöde trainieren. Blaue Pimmel. Verdammt. Machst du was, oder? Ich muss ja, ich bin hier, gleich ich war tot. Eigentlich verwirrt. Ich war gerade Ein wenig, ja, weil ich musste meinen Clarity anmachen und irgendwie wollte mein Clarity gerade nicht und dann ging mein Clarity doch und dann habe ich überlebt. Dann jetzt hier Lightning Resistance. Oh yeah, da gibt's dann mal wieder die Schocktherapie. Und jetzt kommst du dran, du Pimmelfurz. Ach nee, war ja kein Pimmel. Doch, der Furz Pimmel. Nee, der Furz Grand Mana Flask, falls du haben willst. Brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Noch ein blauer. Könnten ruhig mal die Live-Pendants dazu kommen. Jo, jetzt bin ich auf jeden Fall durch damit. Also schon wieder die Viecher, ey. Schon wieder gegen alles resistent. Hm. Aha. Sind schon echt böse hier, die Jungs. Bäh. Töten. Oh. Ja, blaue. Ja. Ich geh da mal. Mhm. Kann ich verstehen. Ja. Mach nichts, war der falsche. Den wollte ich nicht. Uff. Kleine Schürze. Bist du draufgegangen? Haben sie mich gerade umgehauen. Sau übel mit den ganzen blauen hier. Dann werden die jetzt einfach eingefroren. Jo, dann bitte ich mal um ein Townportal. Ja, kommt sofort. Dankeschön. So, jetzt geht's auf. Jetzt geht's noch auf. Ommel hier. Ziehen wir euch ein bisschen auseinander. Rache ist Blutwurst, sag ich da noch. Unglaublich, haben sie mich gerade aus den Latschen gehauen, die Schweine. Ja. So kann er laufen. Naja, wobei gehauen ist es ja nicht. Gecastet. Oh. Was ist denn das für eine Axt? Ein Onyx-Amulett. Yeah. Ganz voll. Was ist denn das? Oh, 12 auf alle Attribute. Da habe ich dir doch mal das Bessere gegeben, weißt du doch? Das wird plus 18 auf Attribute. Wenn du willst, ich glaube, ich habe noch eins auf Lager. Oder ich kann auch eins bauen. Na, da baue ich mir eher nochmal eins. Jetzt bin ich gerade was anderes am gucken. Die Waffe ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich werde mich jetzt mal nach den Broad Axes umschauen. Das scheint die nächste Stufe meiner Einhand-Axt zu sein. Mhm. Ja, eine neue Mace könnte ich auch mal vertragen. Gut Schaden. Ah, da ist doch der Weg. Jetzt hier hin? Wieder zu den Treppen. Da gehen jetzt Treppen. Ja, würde ich sagen, lass uns das doch auch jetzt mal nutzen. Jo. Und wo sind wir jetzt? Immer noch in der Pyramide. Irgendwie habe ich dann so das Gefühl, dass wir im Kreis laufen. Aber es geht immer nach oben. Wir können da nicht im Kreis laufen. Sei denn, es ist eine magische Pyramide. Ja, hier irgendwo soll ja irgendwas sein. Wo wir dieses komische Ding da ansetzen sollen, den Apex. Daher hat das vielleicht damit zu tun, dass wir hier nichts wirklich finden. Hm? Nix. Nee, ich hab mal geguckt, auch wegen Mace. Was eine Mace gibt für mich. Wie gesagt, eine bessere Mace könnte ich auch ein wenig mal vertragen. Oh.
Boah. Viele. Oh, wie die sich so auf einmal ansammeln, ne? Ja. So, hier mal einer, da mal einer. Okay. Ja, jetzt friere ich euch ein, ihr kleinen Pupser. Damit ihr meinem Tank nicht so dolle wehtut. Ist da noch einer gewesen? Ich glaube ja. Einfach mal reinhauen. Provisorisch, genau. Ich will hier langsam raus. Ich mag das hier nicht. Das gefällt mir alles nicht. Die sind hier so unfreundlich zu mir. Die waren bisher nirgendwo irgendwie freundlich zu uns. Naja, sagen wir es mal so. Die machen mir hier wirklich Probleme. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit. Oder halt mehr Resistenzen, ne? Ja, das sowieso. Aber mehr Angriffsgeschwindigkeit wäre halt schon. Gar nicht geschaut, oder? Schon ganz nett. Hast du Resistenzen, die du jetzt im Moment hast? Nee, im Moment nicht. Nee. Ich kann es ja auch momentan nicht groß beeinflussen, also von daher ist es eigentlich egal. Ja, das stimmt schon. Ach, diese blöden Pimmel. Ich kann ja nicht weglaufen, ey. Nicht weglaufen. Pimmel. Blöder Pimmel, stirb! Stirb, du Pimmel! Boah, ich kriege echt gleich die Krise mit den Dingern. Ehrlich! Pimmel! Greater Flask, keine Ahnung. Mana? Das war Mana. Mana. Nee, Greater Life Flask, eine magische. Hm. Oh, eine blöde. Eine. Orb of Argumentation. Ist das blau? Ist das blau? Ist das blau? Nein. Quasi. Ein totes Ende. Ein totes Ende. Abwechslung waren wir mal nicht für den Tod verantwortlich. Nicht? Verdammt, haben wir nicht die Ecke getötet? Oh, das ist noch eine Kiste. Oh, oh, oh. Oh, da ist schon wieder ein Treppchen. Oh, die nächste Treppe nach oben. Also langsam wird das merkwürdig. Ja, geht immer nach oben. Das scheint eine sehr große Pyramide zu sein. Vielleicht sogar noch größer als die von Tutanchamun. Oder wie auch immer das war. Ein Decoy-Totem. Noch mal wieder. Du meinst die große Gizeh-Pyramide, richtig? Ja, Gizeh, genau, der Name war mein Feind. Und das, obwohl du immer davon deine Plättchen kaufst. Nein, tue ich nicht. Aber war das der Tab? Meine Plättchen sind von OCB. Ja, der so. Nur OCB ist. Was war denn das? Irgendwas hattest du doch von Gizeh gehabt. Das sind die Filter. Ah, okay. Wusste ich doch. Hm. Jetzt bin ich gerade. Oh, da, guck mal, eine Grant für dich. Dann überlegen. Lass uns doch erstmal hier. Na, wobei, jetzt haben wir das wirklich alles. Glaube ich, alles geklärt. Dann können wir auf die Treppe. Ach, du Elend. Jetzt verstehe ich's. Du verstehst es? Ach so. Das sind einzelne Abteile, wo wir die ganze Zeit hin und her springen. Schau mal die Karte an und scroll sie mal ein bisschen. Ja. Aber warum gehen die Treppen denn immer nach oben? Ah, jetzt sind wir woanders. Hier war es jetzt richtig. Das sind Durchgänge. Jetzt bin ich das erste Mal im anderen anscheinend. Oder? Nee, es ist immer noch ein weiter. Wir gehen immer weiter nach oben rechts. Ah, gucke mal, da müssen wir irgendwas aktivieren. Hm, das wohl geht. Dark Delta. Oh, jetzt ist das auch weg. Der Apex. Ja.
Irgendwie habe ich ein ganz. Also mein Apex habe ich noch. Blödes Gefühl. Jetzt kommt das Badass Evil und haut uns auf die Klöden. Was ist das? Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Kill the Wall Over Soul. Der holt. Der holt hier Viechis. Was ist denn drauf? Und wir resistieren hier auch noch Feuer. Ja, er hat Resist Elemente. Und vor allem Chaos auch noch mal. Was war das denn? Das war ein Hammer. Oh, ein böser Hammer. Ah, ich finde es ganz praktisch, dass die Kleinen hier zwischendurch kommen. Kann man die Flaschen mal ein bisschen aufladen. Dafür sind die Kleinen, glaube ich, auch da. So rein technisch betrachtet. Ui, jetzt fallen hier auch noch Steinchen runter. Da bleibe ich doch lieber mal ein bisschen auf Abstand. Ganz schön was weg, der Kerl. Ja, so für einen Akt-End-Boss. Ich fand, der erst auch nicht ganz so viel weggesteckt und auch nicht ausgeteilt. Tja, wir müssen uns halt ja auch irgendwie. Ja, ich bin schon. Aua! Der hat mich gerade beim Springen abgeknallt, die Sau. Ist das schon auf? Ja. Der hat mich gerade beim Springen abgeknallt, die dumme Sau. Du dummer Penner, für wen hältst du dich eigentlich? Was sind das eigentlich? Level ist. Ich will es gar nicht wissen. Nein, ich will es nicht wissen. Blöder Kerl, blöder. Ein bisschen gucken, dass der eine von der einen oder andere von der anderen Seite kommt. Das ist gar nicht schlecht. In Sandwich nehmen den Olden. Ja. Aua. Dummer Penner. Hast du das gesehen? Nein. Der macht einen Schuss und über zwei Drittel meines Lebens ist weg. Eher so drei Viertel. Nein, lass mich in Ruhe. Aua. Oh, nicht Ground Slam hier jetzt. Mach ich mir überhaupt Schaden? Ja, so ein bisschen, ne? Ey, jetzt fängt er schon wieder an mit diesem Mist. Ey, das gibt es nicht. Au, au, au. Aha. Daneben! Ah, du hast ja auch. Wieso nimmt er mich immer zuerst? Dummes Arschloch! Weil du der Tank bist. Warum denn sonst? Dummer Penner, lass mich mal. Ärger ihn mal ein bisschen. Nein. Hat er auch. Ach, du hast das Totem gesetzt. Mhm. Hat er da auch noch ein Totem gesetzt? Nee, das war ich. Aber so richtig interessieren tut ihn das nicht. Jetzt. Oh, ihr Pimmelköppe, ey. Noch mehr Pimmelköppe irgendwo. Also hier bekleckere ich mich gerade nicht mit Ruhm. Nein, wirklich. Sei denn, du machst jetzt hier einen auf RP und machst den dummen Barbar, dann machst du das ja gut. Ja, nee, das war eigentlich jetzt nicht unbedingt die Intention. Das ist doch nicht dieser blöde Arschblöde. Ah, danke. Dummer Kerl, dummer. Boah, alles aufsammeln hier. Alles meins. Meins, meins, meins. Das ist mal geil. Das will ich auf jeden Fall haben. Oh, da ist ein dickes Tower Shield. Das hast du jetzt mitgenommen? Ja. Mhm.
Okay. Ja, dann lohnt sich das ja schon mal, 85. nochmal ein zweites Mal runterzukommen hier. Jo. Na, wobei. Eins kriege ich noch mit. Armor Energy. Und die Schuhe könntest du mir noch mal da wieder hinschmeißen. Die sahen irgendwie ganz nett aus. Aber das Einzige, was ich hätte mitnehmen können. Was machst du mit Absicht? Ja, Hallo. gehen wir halt eben noch mal hoch da. Aber ich habe jetzt hier nichts wirklich Interessantes. Weder für dich noch für mich. Bone Spirit Shield, 15% Spell Damage. Guck mal. Daraus könntest du eventuell was Tolles machen, oder? Das sind immer diese Schilde für die Caster, die finde ich nicht so toll, muss ich sagen. Das ist richtig. Nämlich lieber irgendwas, was Armor hat noch zusätzlich. Okay. Ja, das wollte ich hören. Gut. Dann werde ich jetzt mal hier die schnellen Verkäufe erst You machen. have made peace. Ich habe Peace gemacht. Maze, die könnten noch mal interessant sein. Ja, dann schmeißen wir den ganzen Shit mal hier eben rein. Thank you for returning our reality to us. I am not surprised. Humanity has won. Ja, das war wirklich immer mal ein Badass Evil. Ach, auf jeden Fall. Also mir hat er zumindest gezeigt, wo der Hammer hängt. Cool, du bist schon wieder durch? Ich bin schon wieder durch. Na, dann komme ich jetzt auch. Ah, Schein reicht. Dann werfen wir noch mal einen Blick weiter. In die Höhle. Die City of Sarm. The City of Sarm. Sarm? Das schaut mir aber nach dem dritten Akt aus. Ja, wie schon erwähnt. Tada. Ja, damit würde ich sagen, lasst uns doch hier die Folge dann auch beenden. Und was im dritten Akt euch erwartet, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Von daher, auf bald!